Hey Leute und willkommen zu einem neuen Gameplay-Kommentar auf unserem Kanal. Erstmal vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, wo wir das mit dem kopflosen Spieler vorgestellt haben. Ja, das war auch ziemlich interessantes Video. Ja, also wir waren auch selber entrüstet, dass es sowas gibt. Es hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben, er hat es schon mal gesehen. Also ich selber habe das noch nicht gesehen und ich fand es eigentlich echt echt krass. Ich habe bei Halo Reach aber auch ein paar Leute gesehen, die haben dann sind über die Map geflogen und waren unsichtbar und hatten einen Aimbot drin. Ich meine, das hat man immer wieder. Aber dass sich jemand kopflos hackt, das finde ich echt lustig. Ich kenne mich leider auch bei Hacks und Mods überhaupt nicht aus. Also wir sind da keine Profis. Wir haben es einfach nur gesehen und fanden das ziemlich abartig, ja. Cool, also jetzt haben wir hier im Hintergrund ein Gameplay und da komme ich jetzt auch schon heute zum heutigen Thema über dieses Strahlengewehr hier. Die total wie eine Powerwaffe bei Snipers, und es gab es ja früher noch gar nicht, dass es bei Snipers überhaupt eine Powerwaffe gibt. Jetzt gibt's die. Ich glaube, die wird aber nicht auf der Map angezeigt. Also fragt mich dann nicht. Ich glaube nicht, dass die angezeigt wird. Aber sie spawnt auf jeden Fall auf einer Map, und wenn er die in die Hand kriegt, vor allem auf Heaven, das ist die Powerwaffe schlechthin. Jetzt am Anfang fail ich noch ein bisschen, da gehe ich noch ein paar Mal drauf. Aber insgesamt ist es ein Gameplay gewesen. Jetzt nicht 50-0, ne? Also es ist auch keine Perfection oder sowas. Und das ist ja die Frage, die wir uns immer stellen: Was wollt ihr für Gameplay sehen? Ich habe jetzt das Gameplay genommen, weil ich da ziemlich viele No-Scopes gehabt habe, viele Schnappschüsse. Und weil mir das einfach gut gefallen hat vom Gameplay, wie zum Angucken und zum Spielen und auch vom Decision-Making. Aber die Frage ist natürlich, was seht ihr eigentlich gern? Irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, unter welchem Video das war, hat ein Abonnent geschrieben: Nehmt ihr auch Gast-Gameplays? Basch und ich wollten das eigentlich erst ursprünglich mal nicht machen. Wir sind jetzt auch nicht so ein großer Kanal, dass wir so viele Abonnenten haben, die Gast-Gameplays zuschicken würden. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktionieren würde. Aber ich würde theoretisch mal gern eins nehmen. Weil dann können wir besser sehen, was gefällt euch. Ist es dann ein Gameplay, wo jemand eine Perfection macht mit nur Overkills? Oder reicht euch schon ein MLG-Game, wo ganz knapp ausgeht, wo jemand dann gewinnt, oder ein Team Doubles? Also vielleicht kriegen wir dann das Gespür dafür, was wir auf den Kanal bringen müssen, damit es auch ein bisschen, dass die Videos halt mehr angeschaut werden. Ja, das ist auch mal vielleicht, ja. Ich spinne jetzt einfach mal, ich sag's jetzt einfach mal, wieso soll ich ein Blatt vor den Mund nehmen? Ja, dass es mal 20 Likes gibt auf dem Video oder so, das wäre auch mal eine richtig coole Sache. Oder ja, mal wieder über 100 Aufrufe auf dem Video. Das fände ich einfach mal wieder richtig geil. Und dann zeigt es uns so: Okay, das ist jetzt was, das können wir bringen. Und das wird dann auch wirklich dann angeschaut und es interessiert dann die Leute. Weil wir machen ja viel Spaß und auch so Entertainment wollten wir eigentlich machen, also nicht nur Halo, vor allem weil wir natürlich auch wissen, dass auf YouTube ist nicht mehr so viel Halo gesucht und intensiv geschaut wird. Natürlich gibt es schon eine Gruppe, die das macht, ist auch eine große Gruppe, aber nichts im Vergleich zu Call of Duty oder sowas, natürlich. Aber deswegen wollten wir eben so Unterhaltungs- und so Fun-Clips machen mit Musik und so. Und das probieren wir ja immer wieder. Wir sind natürlich keine Editierer oder Profis und sowas. Aber es macht uns einfach Spaß. Auch vielleicht Musik, mal wieder mit Schlagzeug irgendwas. Bei einem Abonnenten-Special kommt bestimmt auch mal wieder was. Aber ja, was bringen wir für Gameplays? Das ist natürlich die Hauptsache, weil das ist eine Halo-WG. Und manche von euch haben uns natürlich auch erwischt. Wir haben natürlich auch Black Ops mal wieder zwischendrin gespielt, wenn wir einfach mal wieder keinen Bock auf Halo hatten. Aber das ist ein Halo-Kanal und das soll es auch bleiben. Und deswegen schreibt doch mal vielleicht auch in die Kommentare oder derjenige, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, er würde dir vielleicht ein Gameplay schicken. Ja, schreib mir einfach eine Nachricht oder schreib es unter das Video. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Auf jeden Fall. Also wenn du da vielleicht Bock drauf hast, dann kannst du auch mitkommentieren oder so. Er weiß ja nicht, manche wollen das auch vielleicht auch mal gerne machen. Dann können wir das auf jeden Fall machen. So. Dieses Gameplay habe ich aber zum Beispiel jetzt gewählt, weil ich hier vor allem auf diese Powerwaffe, auf dieses Strahlengewehr, was der jetzt da unten hat, was ich ihm jetzt gleich abnehme. Ja, damit bin ich jetzt gleich richtig übel abgegangen und habe den ein oder anderen Schnappschuss verteilt. Diese Waffe ist vor allem auf Heaven, wenn man das jetzt ein bisschen Aiming und sowas hat, genial, schaut euch das mal an. Zack. Ja, und wenn du da ein bisschen, ja, ein bisschen abgehst, dann ist die Runde schon gewonnen. Hier waren wir jetzt noch mit ein bisschen den Vorsprung mit 330 zu 250 jetzt. Und dann habe ich hier einen Amok gerissen, kann ich ja schon mal sagen. Und es ging halt dann übel ab mit der Waffe. Einfach hier am Rand hin und her hüpfen, wirklich wie ein SWAT.
kann man die Waffe spielen. Ja, das ist dann wie SWAT, einfach hin und her hüpfen und ja, euch die Leute ziehen. Das ist nicht wirklich schwer, ist eine super Waffe und ist wirklich eine Powerwaffe. Also wirklich spielt sich komplett anders als die normale Snipe. Mir macht sie richtig Spaß, wenn ich sie da mal in die Hand krieg. Es ist ein geiles Ding, wirklich. Ja, also deswegen habe ich das Gameplay genommen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, meine Freunde, ne? Was haben wir hier? Kommt jemand online? Das ist immer wenn man im Kinomodus ist, kommen Leute und immer so. Ja. Jo, die habe ich gespielt. Gestern Abend habe ich noch andere Runden von Team Snipers gehabt. Die waren besser, ja. Also da habe ich dann mal auch mal fast eine Perfection gehabt oder auch mal einen Overkill. Das war jetzt hier nicht so. Trotzdem habe ich das Gameplay genommen, weil ich da einfach das zeigen will, was das für eine Waffe ist, dass ihr auf jeden Fall versuchen solltet, mit der zu spielen, weil die reißt übel raus. Und weil mir das einfach gut gefallen hat. So, jetzt habe ich einen Amok. Nochmal einen Schnappschuss, doppelte hatte ich viele, glaube ich, in der Runde. Aber halt alles ohne Scope mit der Waffe, weil wenn ihr mit der Waffe scoped, dann habt ihr schon verloren. Ja, das war dann halt bitter. Da ist er hinter ihm gestanden, dann bin ich nicht mehr rechtzeitig zum Kopf, konnte ich nicht mehr aimen. Aber es ist das Spiel auch gleich gewonnen. Das Gameplay ist zu Ende. Wie gesagt, wegen dem Gast-Gameplay. Ja, schreibt mir dann nochmal. Können wir auf jeden Fall machen. Ich mache jetzt hier den Final Doppelkill. Wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Und ja, wir hören uns am nächsten Video. Bis dann, haut rein. Schnappschuss. Spiel vorbei. Sieg.